Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Ich sehe gerade, mein Kaffee ist leer, das ist schlecht, aber egal. So, wir haben das letzte Mal diese schöne Hake auf die Scheibenplatte gelegt und wollen mal gucken, ob wir den Zwerg nicht wieder dahin führen können. So, und da kommt er natürlich auch wieder. Eigentlich in die Gärten gelaufen sein. Der Kobold müsste eigentlich gleich auftauchen. Und dann... Ding! Tja. Aua! Das genau. Hat gesessen. Da sagt er nichts mehr. Das heißt, wir stecken jetzt mal das ganze gestohlene Werkzeug ein, das ist super. Auf zu den Igelbrüdern. Die werden sich ganz schön freuen, ihr Werkzeug wiederzubekommen. Ja, das ist schön. Dann sind wir schon mal weitergekommen. Können wir die Hake wieder aufheben? Nee, die bleibt da liegen. Okay. Donnerballmundfried, lass mich in Ruhe! Mann! Ich will dein Kleeblatt gar nicht. Okay. Der ist weg. Ist auf. Werkzeug, Igelbrüder. Ich habe euer Werkzeug. Super, aber solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das Boot fertig zu bauen. Ich auch. Bitte mach, dass er weggeht. Ach Leute... Verfolgen ihn einfach nochmal, vielleicht rennt er nochmal gegen die Hake. Die liegt ja immer noch da. So, Gärten. Nee, liegt nicht mehr da. Da ist er wieder! Stehen bleiben! Ha! Ich stehe auf einem Schem! Seine Magie. Ja, ich kann hier machen! Er ist schon wieder entkommen. Okay, aber wir haben einen Nagel bekommen. Oh, der muss aus der Packung Nägel der Igelbrüder gefallen sein. Au, ganz schön spitz. Ja, so gehört sich das auch, oder? Hammer, Säge und Nägel. Der kleine Mann muss ganz schön große Taschen haben. Ja, ne? Ah, vielleicht können wir... Das Loch hier vorne zunageln. Moment, Moment. So. Ja. Was für wunderbare Geräusche. Ja, so klingen nur unsere Werkzeuge. So. Der Tunnel ist zu. Gut, dann können wir jetzt nochmal... Ich habe euer Werkzeug. Super, aber solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das Boot fertig zu bauen. Ich auch, bitte. Okay, dann schauen wir doch einfach nochmal, was passiert, wenn der da dagegen läuft. Findet mich der Kleeblattkapper bestimmt nicht. Hä? Die Fußspuren führen auf den Kürbis. Halt mal. Der hat ja einen Schornstein. Ich wusste doch, dass da was war. Klopfen wir einfach mal an die Tür, wenn wir eine finden.
der auch hohl ist? Oh. Hoppla. Ups. Du hast mein Haus zerstört. Klitzeklein, ratzfatz, zu Einzelteilen zerschmettert. Entschuldigung. Was habe ich dir denn getan? Das wollte ich nicht. Oh, das war gar nicht meine Absicht. Entschuldigung. Nicht deine Absicht? Das war fahrlässiger Vandalismus! Du willst nur an mein Kobold. Eigentlich wollte ich nur wegen der gestohlenen Sachen. Oh, das war mein Stichwort. Auf Nimmerwiedersehen, du Schnüffler! Und weg ist er. Langsam wird das frustrierend. Ist der Grünhut wirklich weg? Da bin ich richtig erleichtert. So ganz leer sieht es irgendwie traurig aus. Ich habe zwar nur versucht, den Dieb zu schnappen, aber das wollte ich doch nicht. Das war ein hübsches kleines Häuschen. Kürbishäuschen. Der Löffel und der silberne Klumpen sind bestimmt auch gestohlen. Immerhin, Kommissar Haselnuss hat heiße Ware sichergestellt. Okay, das kann man bestimmt brauchen. So. Es ist vorbei. Der Grün... Hui, bin ich... Papa hat, der hat die ganze Zeit in dem Kürbis mit dem Schornstein gewohnt. Und ich hatte mich schon gewundert. Ah, und du hast unser Werkzeug. Los, Bruderherz, wir machen uns besser an die Arbeit. Hier ist das Blattboot für Spitzweg, bereit, um in See zu stechen. Okay, die haben ein U-Boot gebaut. Und wie kriegen wir es zu Herrn Spitzweg? Gib ihm doch mal einen kleinen Schubs. Aber... Keine Sorge. Der Kaltwasserbach trägt das Boot bis zur Bachschleuse. Wo Spitzweg schon wartet. Okay, wunderbar. Da haben wir das. Schön. So. Wir haben noch sehr viel zu tun. Wir müssen bald wieder ans Werk. Wir müssen noch ein antikes Schränkchen für unsere Nachbarn renovieren. Ach, das wird ein Spaß. Ich liebe Möbel. Pass aber auf, dass du nicht wieder zu tief schnirgelst. Ja, ja. Okay. Gut, wir haben einen Kobold. Kobold, okay. Ui, ich glaube, das Metall ist magnetisch. Hey, sehr gut. Das bringt nichts. Nein? Okay, wollt's nochmal probieren. Ganz schön schwer. Ich frag mich, wo der kleine Mann in Grün den geklaut hat. Ein Silberlöffel. Damit kann man bestimmt irgendwas ausbuddeln oder so. Jetzt nur noch rausfinden, was wir damit ausbuddeln. Nagel? Das bringt nichts. Nee? Okay. Na gut. Dann gehen wir jetzt mal zu Herrn Spitzweg. Guck mal, ob der uns mit dem Boot wegtragen kann. Aber wahrscheinlich hat er noch das Problem mit dem Wels. Nehme ich mal an. Großartig. Das Floß ist da. In all den Jahren meiner Reisen bin ich doch immer wieder zur Erkenntnis gekommen, dass man Wohlgesinnte überall auf der Welt finden kann. Man darf nur nicht aufgeben und sollte immer mit offenem Herzen durch die Welt schreiten. Das sollte ich mir notieren. Das klingt nach einem Motto für meine Reise. Jetzt kann ich doch noch rechtzeitig in See stechen. Lichtet die Anker, setzt das Segel an die Ruder. Ei, ei. Ruder? Ruder? Ohne Ruder sollten wir nirgendwo hin. Die Fässer sind viel zu unberechenbar, als dass man sich darauf verlassen sollte, dass sie einen zufällig gerade dorthin tragen, wo man hin will. Und um sicher zu sein, dass man auch stehen bleiben kann, wenn Bedarf ist, zum Beispiel beim Landgang, bräuchte man auch so etwas wie einen Anker. Ich habe zufällig beides parat. Wenn die Welt noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Verdammt. Die Welt bietet genug Abenteuer. Da sollten wir uns nicht absichtlich Schwierigkeiten einhandeln. Wir können also erst los, wenn wir... einen Anker und Paddel haben und der Bach hier an der Schleuse frei von herumdümpelnden Welsen ist, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Okay. Hoffentlich. Ich habe eine Idee.
können vielleicht den Löffel als gute Idee. Paddel benutzen? So. Das ist genau das, was wir brauchen. Ein ausgezeichnetes Paddel. Jetzt fehlt nur noch ein Anker. Aber solange der Wels noch vor der... Ja, hoffen. Okay. Anker? Das ist ja ein... Sehr schön. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist... Aber wenn ich das... Ja. Hoffentlich. Okay, pass auf, wir haben Fischschuppen. Können wir den damit vielleicht ein bisschen ablenken? Überhalte ich besser. Nein? Da tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Oh, warte, ich hab mal... Wieder? Ein Wassertropfen. Hier ist noch ein Aufkleber, so wie es aussieht. Na? Ja. Ein Aufkleber. Och, süß. Schön. Wie werden wir den Wels los? Können wir den vielleicht... Und gute Nacht. Hey, cool. Was hast du denn da gerade ins Wasser gekippt? Nichts. Was kleine Mäuse müde macht, kann doch für einen gigantischen Wels nicht schädlich sein. Das hoffe ich zumindest. Hervorragend. Sehr schön. Erster Mal, Jerry. Bitte öffnen Sie die Schleuse mittels der Schleusenöffnungsvorrichtung, die hinter diesem Turm installiert ist. Hinter dem Turm? Sieht tatsächlich so aus, als könnte man hier Schleusen öffnen. Echt jetzt? Entweder das oder ein paar Raketen abfeuern. Probieren wir es doch einfach mal. Großer roter Knopf, schätze ich mal. Ne? Schön. Ich lasse Ihnen den Vortritt auf der Jungfernfahrt unserer RV Blattgold. Leinen los! Steuerbord! Backbord! Lasst ihn über die Planken gehen! Okay. Ich habe auch gewusst, dass der da nicht anständig reinpasst. Ich übernehme als Kapitän mal die Steuerung und du bist mein erster Mann. Hätte ich einen Papagei auf der Schulter, der nach jedem Satz bestätigt, dass ich recht habe, wäre ich jetzt bestimmt der Kapitän. Dahinter war ein Häuschen. Schön. Okay. So, dann fahren wir mal wach abwärts. Halt! Wer flößt dort den Bach hinab? Was machst du denn schon wieder hier? Oh nein, nicht schon wieder der. Wasserstraßenbaut, 400 Laubtaler. Du meinst wohl Maut. Wie drollig. Ja, ja, klug und drollig und begabt. Meine Mausesitterin Anja sagt das auch immer. Sackgasse, außer ihr zahlt 400 Laubtaler fürs Flößen. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gebühr hindurch. Wegelagerei? Nein, nein, diese Kinder. Wir haben früher auch solche Sachen ausgeheckt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zudrücken können. Aber vielleicht sollten Sie ausnahmsweise mal die Geduld verlieren. Und dem kleinen Frechdachs mal zeigen, wo der Hammer hängt. Dachs? Aber der kleine Humbert ist doch eine Maus. Das macht ihr Racker am besten unter euch aus. Ich schau euch einfach zu. Wegelagerei? Wie drollig. Ich hätte mir was überlegen müssen. Schon wieder. Okay, das letzte Mal sind wir ihm im Süßigkeiten beigekommen. Wie wär's denn mit einer Tasse Kaffee? Wertlos! Wasserstraßenbahn außer und vielleicht meine Mausesitterin an. Sie sagt, ich bin ein Begabt. Okay, kein Kaffee. Wär's mit magnetischen Kobalt? Wertlos! Außer und das ist nicht wertlos. Das ist viel wert. Oh je. Blausaft? Wertlos! Was? Und? Sie sagt nicht. Nein. Violinenunterricht, komm. Den kannst du brauchen. Wertlos. Was? Und? Sie sagt. Nein. Eine Blume? Wertlos. Was? Sie sagt. Nein, natürlich auch nicht. Oh je, was machen wir denn mit dem? Hier, die glänzen. Das ist doch. Wertlos. Und? Sie sagt.
Ach, Moment, ich geh mal zu Anja. Das gibt's ja nicht. Ach halt, warte mal, ich könnte ja mal... Der stand ja hier vor der Tür. Da hängt eine Nachricht an der Tür. Bin auf großer Forschungsreise über die Gewässer dieser Erde. Erwartet mich in 3 Monaten zurück. Liebe Grüße, Spitzweg. PS, zu meiner Rückkehr würde ich mich sehr über Anjas vorzüglichen Kürbiskernkuchen freuen. Okay. Kürbiskernkuchen von Anja. Ich bin mir sicher, sie hat doch auf jeden Fall noch einen Kuchen oder sowas. Was macht die da hinten? Sekunde. Ah, da ist sie. Willkommen zurück. Wegen der... Ja, verdammt. Wegen der... Die haben... Sie wo... Bis okay. Spät. Pass auf dich auf. Ich Klingen bin doch schon da, Honiglöffelchen. Tut mir leid, Sahnepuffelchen. Der alte Uli ist nicht da. Also ist er gerade unterwegs und holt neue Kräuter? Nun, er ist auf einem Abenteuer und wird ziemlich lange weg sein. Hm. Okay, es hat einmal mit Süßigkeiten geklappt. Dann klappt es bestimmt auch nochmal mit Süßigkeiten. Wie kriegen wir den auch? Oh Gott, das will ne. Hagebutten? Hagebutten ist doch keiner. Hm. Hallo, Herr Kirchenmaus. Ah, der Junge mit dem Hut. Wessen mit Kirchenmaus? Was ich vielleicht... suche was Leckeres. Viel besser noch. Ein Matsch. Er ist Matschliebhaber, nicht wahr, mein Sohn? Bald wird er den ganzen. Dann bald. Junior, ja, ich glaube, der wird so schnell nichts übernehmen. Er ist aber ein. Ich glaube, ganz, ganz. Junior? Es ist so schön, den eigenen. Der hochqualitative rote Faden, den ich dir gab, soll dich Dinge... Du hast... Hm. Puh, was machen wir denn da? Wir haben wieder... Uiui. Das denke ich mir auch gerade. Wo haben wir denn das letzte Mal den Lutscher her? Das war von Anja, ne? Aber jetzt haben wir keinen mehr. Ja, einfach nochmal mit dem quatschen. Vielleicht lässt sich ja ein Deal raushandeln oder so. Mhm. Wasserstraßen unter meiner Brücke, flößt man. Ich werde mir was überlegen. Verdammt. Gut, wenigstens kommen wir noch darüber. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Reden wir nochmal mit Plato. Immer noch kein Glück mit dem Fahrrad? Scheinbar nicht. Ehrlich gesagt, glaube ich, riecht deinen Feuerzauber. Dein Fahrrad? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen. Das bringt mir aber, wenn ich die Pakete heute nicht... Vielleicht... Viel Gedanke. So, ich wollte doch heute Abend... Ach ja, der gute Plato. Ich hab da...
Das bringt nichts. Nein, ich habe mir gedacht, vielleicht ist der auch magnetisch. Was mit dem Nagel? Nein. Nein, Cool, Hagebutten. Wenn die getrocknet sind, kann man die... Hagebutten sind cool, aber irgendwie... Okay. Puh. Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Haselnuss. Das bringt mich eventuell auf eine Idee, aber dafür habe ich noch nicht die richtigen Materialien. Ja, wir müssen irgendwie da durch. Geh mal da ein. Ja, da ist immer noch er. Wie? Okay, verdächtiger Typ. In der Tat. Was haben wir denn sonst noch hier? Ich kann mal kurz einen Post holen. Die Gestalt. Und... Noch eine Statue. Ach, da komme ich durch. Okay, jetzt kann ich hier auch durch. Schön. Oh je, Leute. Vielleicht mit einer Erbsen. Warte mal, eventuell kann ich ja... Nehmen wir mal den Stock und drehen ein mal die Stock Zeit bringt ein bisschen. Hier nix. Nee, geht auch nicht. Gehen wir da rein. Reden mal mit Ursula. Ich sage immer, die Krähen haben die Unordnung an... Okay. Bringt uns nichts. Grünschnabel, weißt du, warum Bienen summen? Bitte. Keine Witze. Ich habe Kopfschmerzen. Uhu. Bringt uns auch nicht weiter. Vielleicht können wir die Hagebutten hier am Kaminfeuer trocknen. Hagebutten sind cool. Okay. Anscheinend nicht. Ist nichts mehr, Leute. Ich bin echt ein bisschen ratlos. Ist hier vielleicht was Neues passiert? Halt! Nicht auf die Bücher treten! Aber sie bilden so eine schöne Rampe. Da dachte ich, Wissen wird nicht mit Füßen getreten. Gut, das kann ich nachvollziehen. Aber... So, also Rüstung, der Marquis, der Tisch... Der Tisch ist auch so ein Shamrock-Ding, ha? Huh? So wie es aussieht. Netze mit Nüssen ist klar. Das ist die Stadtkasse. Herrje! Ja, was machen wir denn jetzt? Leute. Ja, wir können vielleicht wirklich mal ins Tagebuch gucken. Hat er denn kein Hobby? Er braucht ein Hobby. Okay. Das ist gut. Was sind das für Dinger? Das Tor zum Grundstück. Der Waldzwerge ist verschlossen. Gibt es einen anderen Weg, auf das Grundstück zu gelangen? Plateau? Okay, da könnte man mit dem Boot hinkommen, glaube ich. Der Eingang, magische Briefmarke bekommen. Okay. Versperrt schon wieder den Weg. Hat er denn kein Hobby?
Er sollte vielleicht Violine spielen lernen. Ich glaube, das habe ich schon probiert, wa? Ich probiere es trotzdem nochmal. Vielleicht habe ich es auch noch nicht probiert, ich weiß es nicht. Warte mal, wir könnten auch erstmal gucken, ob wir nicht vielleicht eine Violine bauen können. Bauen müssen. Ja, Mauer. Weg zum Portalbaum. So, oh, guck mal, ein Tropfen. Na. Hast du vielleicht einen Tropfen? Geht doch. Wieder ein. Hier ist noch einer. Wieder ein. Sehr gut. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Ich glaube, da ist irgendwas drin gefallen. Gefangen. Gefallen. Naja. So, wir gucken uns das Spinnen jetzt mal an. Können wir vielleicht mit der Spinne reden? Wahrscheinlich nicht, ja. Ohohoho! Das ist eine dicke Spinne. Mein lieber Scholli. Solange sie da drin sitzt, darf sie ihr schönes, stabiles Spinnennetz behalten. Können wir sie nicht irgendwie weglocken? Oder einschläfern? Ich will... Und wenn das Netz kaputt ist, nützt es niemanden mehr. Ich habe mal gedacht, vielleicht können wir das Netz als Seite benutzen. Oder als Seiten für eine Violine. Oder als Bogen. Mit dem Stock und den Seiten könnten wir vielleicht einen schönen Bogen machen. Aber nein. Nee, sonst fällt mir jetzt auch nichts ein. Nee, gut, dann gehen wir erstmal wieder. Ne, da kamen wir her. Ja. Oh, puh. Okay, na gut, dann probieren wir trotzdem nochmal, ihm den Violinenzettel zu geben. Wertlos! Wasser aus und sie sagt. Okay. Er braucht ein Hobby, haben wir gesagt, ne? Sollen wir den ihm dann für ein Hobby geben, ey? Ich hab echt keine... Komm, gib ihm mal das Plakat vom großen Zauber. Wertlos! Nein? Was ab und sie sagte... Ich gebe ihm einfach mal alles, was ich hab oder so. Einen Kaffee haben wir schon ausprobiert. Den Blausaft. Wert ab und... Haben wir auch schon ausprobiert, wa? Nein, halt. Den Aufkleber. Wertlos! Was Nein. außer und sie sagt... Okay, den Stock. Ein Stock bringt hier nichts. Wertlos aus und sie sagt. Wert außer und sie sagt. Wie viel Marke brauchen wir noch hier? Das Buch. Wertlos Wasser aus und sie sagt. Nee? Aber wir könnten mal versuchen, das Buch in den komischen Briefkasten zu schmeißen. Das sieht schon. Ich glaube, das ist ein Zauberbuch oder so und. Genau, hier. Buch in seltsamen Briefkasten. Das ist doch kein Mülleimer. Ich will das Buch ja auch nicht wegschmeißen, ich will es zurückgeben. Nein, ich passe besser drauf auf. Jerry, laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Deine magische Ausbildung beginnt nach den Vorbereitungen für das Fest. So viel liegt noch vor dir. Ich beneide dich darum, doch es ist nicht viel Zeit. Also, beeil dich, Jerry Haselnuss. Ganze Welten warten darauf, von dir entdeckt zu werden. So viele Zauber darauf, von dir gelernt zu werden. Ich warte im Rathaus auf dich. Okay. Das bringt mich keinen einzigen Deut weiter.
Reden wir mal mit den Igelbrüdern. Vielleicht wissen die ja was. Wir haben noch sehr viel zu tun. Wir müssen bald wieder ans Werk. Wir müssen noch ein antikes Schränkchen für unsere Nachbarn renovieren. Ach, das wird ein Spaß. Ich liebe Möbel. Pass aber auf, dass du nicht wieder zu tief schmirgelst. Okay. Die wissen scheinbar auch nichts. Gut, Leute. Dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gucken in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Im Moment bin ich ein bisschen ratlos, aber ich werde eine kleine Pause machen. Vielleicht fällt mir das eine oder andere ein. Genau. Über ein Like, einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Würde mir auch sehr helfen. Genau. Und dann würde ich sagen, hoffe ich, dass im nächsten Teil etwas weitergeht dann. Genau. Dann würde ich sagen, bis dahin. Ciao, ciao.